So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Ich mach's schnell, nehm die Spitzhacke, hause rein, wir wollten enchanten, nehm die 30 Enchantungen und was haben wir drauf? Und Fortune plus 3, Efficiency 4 und Unbreaking 3. Nice, besser geht's ja gar nicht. Puh, also das würde ich doch glatt mal sagen, ne? Die nehme ich mit. Und zwar auf jeden Fall nehme ich die mit. Wow. Okay, Fortune 3 ist, glaube ich, das Maximum. Ja, höher geht's gar nicht. Endlich haben wir die Spitzhacke, die wir wollten. Uhu. Okay. Dim. Ich muss nebenbei was anmerken. Ah, also, verdammt, die Hunde sind gespawnt. Nicht die Hunde. Ach, die Hunde wird's irgendwann, ohne Witz, irgendwann werde ich sie einfach komplett wegschmeißen. Ich muss nebenbei was anmerken. Es war nicht gecheatet jetzt. Aber so ein bisschen schon. Also ist kein Mod, kein Cheat oder ähnliches drin, sondern es war jetzt wirklich Glück, dass ich das bekommen habe, aber vorausberechnetes Glück, so in der Art. Ja, ich will ehrlich sein, also das war jetzt nicht zu 100% Glück, sondern das war geplant, weil ich habe jetzt hier zu viele schon verbraucht, Spitzhacken allgemein, und Diamantspitzhacken, ich hätte nur noch 10 Diamanten übrig und das wäre sonst zu stressig geworden, sag ich jetzt mal. Bis ich endlich mal Fortune bekommen hätte. Deshalb folgendes, ich habe die Aufnahme gerade gestartet. Ich habe das jetzt gerade 15 Mal probiert zu enchanten, mit einem Safe gezogen, nochmal neu enchantet, bis ich jetzt das entsprechende drauf hatte. Ich will es gleich am Anfang bemerken, nicht, dass das irgendwie so verheimlicht oder so. Also ich habe hier mir ein Safe gezogen von der Map eben gerade, enchanted, verdammt, kommt Müll bei raus, verdammt, kommt Müll bei raus, verdammt, kommt Müll bei raus. Also dann jetzt mal den Safe neu geladen. Oder neu den Ordner kopiert und nochmal neu gestartet an exakt der gleichen Stelle. Und jetzt habe ich halt eine vernünftige Enchantung. Das ist jetzt mal komplett random. Das hat nichts damit zu tun, wie man gerade steht oder so ist. Wirklich genau von derselben Situation aus kommen immer unterschiedliche Sachen raus. Und das hat mir jetzt in dem Fall gefallen, das mag ich es behalten. Ich wollte keine Cheat-Programme nehmen, weil das war echt schon wirklich stressig die ganze Zeit mit dem Enchanten. Das ist halt alles nicht weitergekommen. Deshalb möchte ich es nebenbei anmerken. Das soll jetzt nicht die LP-Qualität oder so beeinflussen. Ich habe einfach nur verdammt schlechte oder wirklich katastrophale Verzauberung. Komm, startst du nochmal neu und ziehst dir oder kopierst nochmal den Ordner rein, den World-Ordner. Und probierst nochmal zu enchanten, probierst nochmal zu enchanten. Und jetzt hat es endlich geklappt. Es waren 15 Versuche oder so, bis ich jetzt endlich Fortune hatte einmal. Ich wollte es halt jetzt so machen, dass wir endlich hier weitermachen können. Jedenfalls, es ist nicht ganz cheaten, sage ich jetzt mal. Hilf, Mark, du bist voll der Arsch. Ja, okay, sorry, aber ich wollte jetzt endlich mal Fortune drauf haben und ich sag mal so, ich glaube nach den Spitzhacken, die wir bis jetzt hier alle schon verzaubert hatten, wo es nichts geworden ist, hätte es noch ewig so weitergehen können, vor allem bei 15 Stück, ich hätte nicht mal so viel Diamanten, um daraus Spitzhacken zu machen, da hätte das noch ewig gedauert und jetzt habe ich endlich das, was ich will, um das Ganze ein bisschen, naja, so, ich glaube nach einer Zeit wird es nervig, wenn man alles nicht das bekommt, was man will, jetzt habe ich jedenfalls hier die Fortune-Spitzhacke und ich nehme auch die Erzen mit und ich baue die alle gleich ab. Das heißt, ich hau die rein oder ich setze die einmal komplett und baue die wieder mit der Spitzhacke ab, sodass da mehr rausploppt, als eigentlich drin ist. Also, wenn man es jetzt nachvollziehen kann. Dazu gehe ich nochmal hin und entleere hier ein klein wenig das Inventar. Ja. Okay, haut es in die Kommentare, was ihr dazu meint, ob ich jetzt ein Arsch bin. Schreibt Spark, du bist ein Arsch. Punkt. Wenn das wirklich jetzt so, ach nö, gewesen wäre. Aber für mich, sorry, ja. Ich habe aber keinen Mod benutzt zum Cheaten, kein gar nichts. Also das ist original, ne, Minecraft so wie es ist. Ich habe keine Mods allgemein drin. Okay, Camera Studio Mod, aber der zählt ja nicht. Ist ja nur für Kamerafahrten, für Tutorials. Und Optifine ist auch noch drin, aber sonst nichts. Ja, so, ne. Nicht böse sein. Ich habe jetzt halt nur jetzt habe ich eine verzauberte Spitzhacke mit Glück. So, ohne cheaten zu müssen. Das war einfach nur ein paar erneute Versuche, wo ich einen World und eine neu rein kopiert habe und dann, ja, gut, so, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich mache hier ein klein wenig Platz und pass mal auf, ich habe auch noch anderes Zeug hier in der Inventar, was ich gar nicht brauche, zum Beispiel die Saplings. Ich habe verdammt viele von diesen Baum-Saplings hier. Knochen habe ich noch von Skeletten. Ich räume ein bisschen aus, damit ich jetzt Platz habe für das ganze Zeug. Knochen war da. Und Holz und Erde sind den ganzen Schrott, aber den lasse ich gerade mal drin. So, und jetzt werden die Diamanten abgebaut. Wir hatten insgesamt, ich weiß es nicht genau,
Das hier unten waren 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nee, warte mal. Das ist 9, 10. Plus die untere Schicht. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26. 26 Diamantärzte. Normalerweise kriegt man 26 Diamanten. Ich bin mal gespannt, wie viele Diamanten wir jetzt bekommen. Moment. Okay, ist ja Efficiency. Ich dachte gerade schon, es geht in einem Schlag. Ein Diamant plus ein EP. Okay. Das war jetzt die Fortune-Spitzhacke, genau. Nochmal. Auch nur ein Diamant. Wehe, das beeinflusst nicht selbstgesetzte Blöcke, dann Achievement Get Diamonds. Zwei Diamanten. Wow, zwei Diamanten aus einem Block. Es funktioniert doch. Jemand wollte mir erzählen, dass ich glaube, ich weiß nicht, wer es war. Felix Kek zufällig? Irgendwo, ich weiß nicht, du kommentierst öfters. Hast du das mal erwähnt, dass das keinen Effekt hat auf selbstgesetzte Blöcke? Doch, das hat einen Effekt. Also wenn man die Erze irgendwo abbaut, mit Silk Touch woanders hinsetzt, dann kann man es mit Fortune noch abbauen. Soeben bewiesen worden. Ein Diamant nur. Drei Diamanten aus einem Block. Ach, das ist genial. So, was haben wir da? Nochmal drei Diamanten. Drei, alter Schwede. Einer. Noch einer. So. Einer. Oder fallen die nur aufeinander, weil die Texturen so abgestimmt sind? Das kann auch sein. Also seit neuestem stacken sich aber die Texturen. Ich leg's mal da hinten hin. Das sind jetzt zwei. 17. Also 26 Blöcke haben wir insgesamt gehabt. Nochmal zwei. Da haben wir... Ja, komm, egal, passt. Moment mal. So, jetzt... Ah. Nochmal zwei. Sehr schön. Einer. Zwei. Das waren auch zwei, die Textur lag irgendwie aufeinander. Einer noch. Egal, genug jedenfalls. Einer. Drei. Vier? Warte mal, 35 auf 39. Vier Stück. Vier der... Ach, geil. Vier Diamanten aus einem einzigen Block. Das war jetzt der Rekord. Vier Diamanten aus einem Block. Das hier sind... Ach, herrlich, herrlich. Nochmal. Nochmal. Und das Geile ist ja noch, die Spitzhacke hältst du ziemlich ewig mit mit Unbreaking 3. Ah, das freut mich. Das freut mich. Nein, ich bin kein Cheater. Ich bin Schweizer. Sorry, ich kann es nicht nachmachen. Sollte jetzt nichts Bösartiges sein oder so. Ich war einmal in der Schweiz, glaube ich. War relativ nett. Wir sind auf so einer Seilbahn Richtung nach oben gefahren. Bodensee war das, glaube ich. Wieder 4. 58, 61, 62. 64. Wow. Und nochmal? Das war nochmal 4. Ah, schön. Schön. Das heißt, wir haben jetzt 70 Diamanten in 5 Minuten? 4 Minuten? 70 Diamanten in 5 Minuten. Und so was mit dem Dreh war es, wo wir angefangen haben. Weniger noch. Alter Schwede, Respekt. Von 26 auf 70 hoch. Da lohnt sich doch die. Da hat sich das alles sowas von gelohnt, von der Fortune-Spitzhacke her. 64 haben wir hier. 16. Insgesamt haben wir 80 Diamanten. So, sollen wir Dia-Rüstung machen? Lohnt sich das, eine Dia-Rüstung? Ich weiß es nicht. Redstone kann ich nebenbei nochmal machen. Es geht jetzt halt ein bisschen schneller, das ist klar. Also das Abbauen allgemein. Ich werde jetzt nicht so ein Taratro machen, weil es ist ja nur Redstone. Das ist ja nichts Besonderes. Aber, warte mal, ein bisschen Redstone-Erz werde ich mir nochmal da lassen. Weil, Bud-Switch und so, eventuell, falls man es irgendwann mal braucht, dass man da drüber latschen kann und dabei eine Schaltung aktiviert. Weiß nicht, wäre vielleicht eine nette Idee. Das heißt, ich lasse mal so 10 Stück oder so da. Ich bin nochmal gespannt, wie viel hier rauskommt. Es waren jetzt 2 Stacks. Ich werde gleich mein ganzes Inventar voll mit Redstone. Eieieiei. Wer neu dazukommt, nein, das ist kein Gecheate hier. Die Erze sind echt selbst per Hand abgebaut aus den Minenschächten hier hinten. Also das ist alles real, no fake. Glaubt mir jetzt keiner. Ah, ja, schön. Habt ihr schon mal so einen Redstone-Erzhaufen gesehen? Also natürlich vorkommt, nein. Wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Epic. Muss aufpassen, dass ich nicht alles jetzt verbaue.
sondern ein paar noch stehen lasse. So, Moment. 15, 14, 13, 12, 11 und ein noch. Zack. Gut, der oder die restliche Redstone, die Redstone vor allem, den kommt dann hier nochmal zurück. Da rein. Und Kohle, das wird heftig. Bei Kohle wird es echt heftig. Aber die Spitzer Geld ja genug aus. Dafür haben wir gespart. Achtung. Wie viel sind's? Ach so, ja, es wird ja gestackt. Verdammt. 56 auf 62. Okay, 6 Stück. 62 auf 62 auf, okay, 7 Stück in einem Block. Das ist hart. Das ist echt hart. Ich mach mal gerade Folgendes. Tu mir so ein bisschen was raus, damit man sehen kann, allgemein so. Vor allem, das kannst du auch schön schnell abbauen. Boah, wir haben jetzt erstmal ausgesorgt mit Redstone, wisst ihr das? Wir haben ausgesorgt, wir haben sowas von ausgesorgt. Gucken wir unten auf die Anzeige, wie viel das ist. So viel kannst du bald gar nicht tragen. Und auch die EP gehen jetzt hoch. Stimmt ja, die EP gehen dabei auch hoch. Verdammt, stimmt ja. Wir leveln ja sogar dabei noch. Guck mal hier, so ist echt der beste Weg, um zu leveln allgemein. Wenn wir jetzt noch eine Entscheidung haben, dann gehe ich hin und hole mir ein Schwert. Oder verzaubere mir ein Schwert. Natürlich auch auf 30, wäre jetzt gedacht. Muss ja sein. Maximale Stufe. So. Okay, ja, ja, Inventar wird rappelvoll. Na gut, das wird, denke ich mal, eine ganze Kiste Redstone. Könnte sein, oder? Eine ganze Kiste, kommt das hin? Vielleicht. So. Und das Gute ist, es geht auch relativ schnell abfahren. 24, warte mal. Mit der Kohle können das echt sein, dass das Level 30 wird. Eieiei, so. Schöne Folge übrigens. Ich habe schon wieder überzogen, in meinem Wahn hier das ganze Ding abzubauen. Das macht echt voll viel Spaß. Pass auf, dann stoppe ich mal das Ganze. Wir sehen uns gleich in der nächsten Let's Play-Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, und tschüss.